Ricarda, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das an, Tour de France Etappensiegerin? Wahnsinn, unglaublich. Also ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht so beschreiben. Ich werde ein bisschen Zeit brauchen, aber ja, das ist Hammer. Du hast es auch noch auf einem Terrain gemacht, wo eigentlich die anderen gar nicht so damit gerechnet hatten. Nach der Vuelta im Mai dachten alle, okay, am Berg, ja, kann sie vorne mitfahren, aber bei sowas hier, hast du dich selbst überrascht? Ja, definitiv. Also der Plan von oder mit der Attacke kam vom Auto, von Maggie und ja, ich dachte in dem Moment, okay, ich bin eigentlich schon komplett am Limit, aber ich mache es jetzt einfach. Vielleicht schaffe ich es dann über die Bergwertung vom nächsten Berg und muss dann keine Attacken mitgehen, was ich ja nicht ganz so gern mag. Und ja, dass ich dann so lange wegbleiben konnte oder auch generell die Lücke so groß geworden ist, das, ja, damit habe ich selber nicht gerechnet. Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das reicht tatsächlich, weil du hast noch nicht mal auf der Ziellinie gejubelt? Ja, ich habe ehrlich gesagt im letzten Kilometer keine Zeit, keinen Abstand mehr gewusst. Daher, ich wollte mich auch nicht umschauen, ich wollte einfach zuerst über die Ziellinie fahren und dann ja, weiterschauen, ob ich gewinne oder nicht. Ja, Wahnsinn. Du hast mir vor dem Wochenbeginn gesagt, dass das hier alles ein bisschen zum Lernen ist, dass in erster Linie für Nevia Dommer gefahren wird. Klar, für die wurde die meiste Zeit gefahren, aber jetzt stehst du selbst vor dem Schlusswochenende in den Top 10 der Gesamtwertung. Bis jetzt Neunte, nicht so wahnsinnig weit weg. Ich glaube 40, 50 Sekunden weg von den ganzen Mitfavoritinnen. Was heißt das jetzt für Samstag, für den Tourmalet und fürs Zeitfahren am Sonntag? Puh, also da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken jetzt drüber gemacht. Natürlich am Tourmalet alles geben, mal schauen, was die Beine noch hergeben. Ja, also ich denke, jetzt erstmal heute noch genießen und ja, dann weiterschauen. Bevor es ans Genießen geht, wie hart war das heute da draußen, abgesehen von dem Solo? Weil letztendlich war das tatsächlich eigentlich ein Tag, wo alle gedacht haben, okay, Sprint, vielleicht Ausreißergruppe. Aber dann wurde es richtig ums Klassement auch gefahren. Es waren nur noch 35 Frauen am Ende vorne dabei, bei 33, 34 Grad. Einer der härtesten Tage der Woche? Ja, das Rennen hat auch super schnell angefangen. Wo auch schon ja, das Feld auseinandergerissen war. Dann ist eine Gruppe gegangen, wo wir leider nicht vertreten waren. Wir haben dann versucht, meine Teamkollegen haben dann versucht, die Lücke wieder zuzubekommen, was uns auch gelungen ist. Und ja, dann waren wir vorne noch zu dritt in der Gruppe. Und ich habe die Anweisung bekommen, loszufahren. Ja, wie gesagt, ich habe da selber sehr gelitten, aber mein sportlicher Leiter hat heute Morgen gesagt, es wird für alle heute ein harter Tag sein. Nach gestern auch von der Fahrweise her. Ja, die Entscheidung wird im Kopf gemacht und das ist meine Stärke und ja, Wahnsinn. Was geht im Kopf vor sich, wenn man weiß, hinten fährt Marlen Reusser die Verfolgung? Ja, ich wusste zum Glück nicht, wer fährt, aber ich habe es mir gedacht. ja, da wartet man eigentlich, bis dann das Feld an einem vorbeirauscht. Aber ja, ich bin froh, dass ich einfach Vollgas gegeben habe bis zum Ende. Und eine letzte, wie wird gefeiert? Ja, mit gutem Essen, vielleicht Sekt, Champagner, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall feiern wir das heute. Du hast viel Spaß, danke dir. Danke.